Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Weihnachten und fitnesstauglich passen ja normalerweise nicht so wirklich zusammen. Gerade die guten alten Weihnachtsplätzchen, die wir alle noch aus der Kindheit kennen und lieben, machen es uns gesundheitsbewussten Menschen eigentlich nicht wirklich leicht. Aber dass Fitness und Weihnachten sehr gut resonieren, habe ich dir ja schon mit meinem Rezept für gesunde Lebkuchenpralinen bewiesen. Ich setze dir den Link oben in die Infokarten und auch heute zeige ich dir wieder ein einfaches und leckeres Rezept für gesunde Zimtsterne, für die wir nur ganz wenige Zutaten brauchen. Das Rezept stammt ebenfalls aus meinem Buch Top ernährt, nix entbehrt. Ich setze dir den Link dazu unten in die Infobox. Dort findest du auch die genauen Mengenangaben. Los geht's! Unsere Zimtsterne bestehen aus Mandeln, Haselnüssen, Medjool-Datteln als natürliches Süßungsmittel, einer Prise Salz und logischerweise Zimt. Die Datteln werden zunächst entsteint, kleingeschnitten und eingeweicht, denn im Anschluss werden sie mit ein bisschen vom Einweichwasser püriert. Nimm da nicht zu viel, damit der Teig am Ende nicht zu feucht wird. Die Mandeln verarbeite ich im Blender zu Mehl und gebe sie in eine große Schüssel. Genauso verfahre ich auch mit den Haselnüssen. Dann kommen die restlichen trockenen Zutaten hinzu, also die Prise Salz und natürlich das Zimtpulver. Das Ganze vermischen wir schon mal grob mit dem Teigschaber. Dann fügen wir das Dattelpüree hinzu und verarbeiten alles zu einem homogenen Teig. Den geben wir auf eine Folie und drücken und klopfen ihn mit angefeuchteten Händen flach, sodass wir daraus dann unsere Sterne ausstechen können. An dieser Stelle hast du jetzt mehrere Möglichkeiten, wie du weiterverfahren kannst. Variante 1. Falls du ein Dörrgerät zu Hause hast, dann packst du die Zimtsterne für ca. 5 bis 8 Stunden dort rein und lässt sie bei 40 Grad trocknen. Nach der Hälfte der Zeit solltest du sie wenden und direkt auf dem Gitter zu Ende dörren lassen. Variante 2. Du kannst das Ganze auch im Ofen trocknen lassen, indem du ihn auf niedrigste Stufe stellst und die Tür einen Spalt offen lässt, sodass das Wasser verdunsten kann. Ist allerdings nicht gerade ressourcenschonend. Deshalb Variante 3, du legst die Zimtsterne einfach zum Trocknen auf die Heizung. Oder Variante 4, du lagerst sie im Kühlschrank, sodass sie sich noch ein wenig verfestigen können. So sehen dann die fertig gedörrten Zimtsterne aus. Dadurch, dass wir sie leicht angetrocknet haben, sind sie am Rand richtig schön knusprig, aber in der Mitte noch leicht saftig und erinnern von der Konsistenz an echte Zimtsterne. Geschmacklich sind sie aber tausendmal besser und natürlich viel gesünder. Optional kannst du auch noch eine Glasur anrühren aus Cashewjoghurt, Flohsamen und einem Süßungsmittel deiner Wahl und die Zimtsterne damit bestreichen. Aber sie schmecken auch ohne super lecker. In diesem Sinn, probier die Zimtsterne unbedingt mal aus, denn sie sind wirklich sehr schnell zubereitet und du musst sie ja nicht unbedingt dörren, sondern kannst sie auch so genießen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und ich konnte dich mit meiner Rezeptkreation inspirieren, in der Weihnachtszeit über den kulinarischen Tellerrand hinauszublicken und einfach mal was Neues zu probieren. Wenn du die Zimtsterne nachgemacht hast, dann schreib mir gern dein Feedback unten in die Kommentare und schick mir deine Fotos auf Instagram und Facebook. Dort kannst du mich mit dem Hashtag FitMitFunny verlinken. Wenn du dir noch weitere gesunde Weihnachtsrezepte wünschst, dann lass es mich ebenfalls in den Kommentaren wissen. Ansonsten wünsche ich dir noch eine besinnliche und stressfreie Adventszeit und würde mich sehr freuen, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Also, bis dann. Tschüss!